So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Wir stehen nicht in der Küche, wir sitzen im Auto. Es gibt trotzdem ein Ernährungsvideo. Ich schaff's heute leider nicht, für euch zu kochen. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs, deswegen verzeiht mir. Ich möchte euch trotzdem wirklich ein Ernährungsvideo geben, weil ich natürlich die ganze Zeit unterwegs bin. Ich habe tatsächlich Sachen dabei, die ich gleich futter, zeige ich euch gleich. Und ich möchte euch so ein bisschen sagen, was ich so, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, zwischendurch esse. Viele Fragen auch, die beim Ernährungssystem mitmachen, die bei meinem Trainingssystem mitmachen, die fragen auch, Simon, warum empfiehlst du bei so längeren Pausen, wenn man keine Chance hat, sich mal was zu essen zu holen, warum empfiehlst du da zum Beispiel Dinge wie Käse zum Beispiel? Oder Dinge, wo viel Eiweiß drin ist. Simon, was hat es auf sich mit dem Eiweiß? Kommen wir nämlich genau zum Thema. Was habe ich dabei vielleicht, Freunde? Und wie gesagt, keine Werbung, aber insgesamt, ich möchte nicht die Produkte bewerben, sondern insgesamt Werbung für die Art der Zwischendurchernährung machen. Ich habe hier, viele von euch wissen vielleicht, ich komme aus Polen gebürtig. Dort gibt es einen köstlichen, geräucherten Käse. Den gibt es auch in so kleinen Dingern, Oscipki heißen die und gibt es auch in so einer großen Portion. Das ist ein schöner, fettiger Käse, der geräuchert ist, schön salzig, wahnsinnig geiler Geschmack, kann man auch grillen. Sehr lecker, den werde ich mir gleich in Scheibchen schneiden und was habe ich noch dabei? Shreddies. Viele von euch sagen, oh Simon, willst du da Werbung für machen? Überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht darum, um das Produkt. Ich finde die Dinger sehr lecker und ich finde die praktisch. Ihr könnt die nämlich aufmachen, essen. Die bestehen aus Sojaisolat, also wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Rohstoff. Ich kenne auch die Jungs, die das machen. Deswegen, wie gesagt, ich weiß, was da drin ist. Es ist wirklich ein gutes Produkt. Über den Geschmack lässt sich streiten. Man kann die auch würzen, in der Pfanne machen und so weiter. Ich esse die echt gerne roh. Schmeckt, ja, jetzt nicht besonders, aber man kann es einfach gut essen. Wenn man sich aber die Nährwerte anguckt, wird man es auf jeden Fall essen, weil die Dinger bestehen einfach auf 100 haben wir 21 Gramm Eiweiß. Wir haben so gut wie kein Fett und so gut wie keine Kohlenhydrate. Kein Salz und so weiter oder wenig, sehr, sehr wenig Salz. Ich bin ganz, ganz klar der Meinung, besonders für zwischendurch sollte man eben nicht, das wisst ihr auch schon von anderen Videos, viele greifen dann zu einer Banane oder zu einem Apfel. Wir haben einfach ein großes Problem, wenn wir ein bisschen Obst oder vielleicht noch schlimmer ein paar Gummibärchen zwischendurch essen. Ihr wisst es alle. Wir haben dann viel Zucker, wir haben so gut wie kein Eiweiß und wir haben hauptsächlich Kohlenhydrate und so gut wie kein Fett. So, das heißt, Insulin, pow, geht hoch, Blutzucker geht hoch. Ihr fühlt euch erstmal ganz gut, aber ihr kriegt danach wahnsinnig Hunger, ihr kriegt Kohldampf und ihr kennt es alle, wenn ihr mal einen Burger gegessen habt oder irgendwas, wo auch viele Kohlenhydrate drin sind, ihr werdet sehr, sehr stark müde. Ihr werdet träge danach, der Magen braucht wirklich Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, zu verstoffwechseln. Ihr werdet müde, ihr werdet träge und ihr könnt euch einfach nicht mehr konzentrieren. Das wisst ihr alle. Wenn ihr jetzt wirklich das Ganze umtauscht und viel Eiweiß esst, das haben wir in den Shreddies zum Beispiel, auch in Käse haben wir sehr viel Eiweiß, besonders in Käse. Viele haben Angst vor Käse, das ist völliger Quatsch. In Käse haben wir sehr, sehr, sehr hochwertiges Eiweiß. Die Wertigkeit, die biologische Wertigkeit ist für den Körper noch höher als zum Beispiel von Fleisch. Also Käse ist sehr gutes Eiweiß. Wir haben keine Kohlenhydrate, wir haben aber viel Fett. So, jetzt sagen viele, Simon, Fett ist furchtbar, durch Fett werde ich dick. Es stimmt nicht. Wenn ihr zwischendurch ein bisschen, deswegen mische, also ich esse natürlich nicht gleich den ganzen Käse, aber ich nehme noch die Shreddies mit rein. Ein bisschen Fett zwischendurch wird einfach dafür sorgen, dass die Verdauung langsamer wird, dass ihr länger satt seid. Außerdem haben wir in Käse CLA, also konjugierte Linolsäure, gibt es auch als Supplement. Das ist wirklich eine Fettsäure, die euren Fettstoffwechsel sogar beschleunigt. Also ihr werdet, natürlich werdet ihr durch Käse, wenn er auf der Pizza liegt, auf dem Cheeseburger liegt und so weiter oder auf den Nudeln liegt, dann werdet ihr dick. Käse zwischendurch, ein bisschen, nicht übertrieben, ist wirklich gut. Ihr braucht euch da wirklich überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir haben wahnsinnig viel Kalzium, wir haben sehr, sehr viele B-Vitamine. Also ihr kriegt wirklich auch vom Stoffwechsel so einen kleinen Kick, weil das sehr, sehr gute Vitamine sind eben für den Stoffwechsel. Veganes Eiweiß ist wirklich gut. Pflanzliches Eiweiß ist gut, besonders meiner Meinung nach in Kombi mit anderen Eiweißsorten, weil dann ergänzen sich die Eiweiße einfach sehr, sehr gut. Und wir haben so vollwertiges Eiweiß. Diese Dinger, die machen sowas von satt. Ihr kennt es auch. Also es gibt ja auch diesen Spruch, Käse schließt den Magen. Da ist wirklich was dran, weil es sättigt. Wahnsinnig. Und ihr könnt natürlich in Riesenmengen, würdet ihr dadurch dick werden, weil es einfach sehr, sehr viele Kalorien sind. Aber ihr werdet einfach nicht viel davon essen. Und es ist besser, ganz wenig Käse und zum Beispiel andere Eiweißquellen zu essen, als Unmengen an Süßigkeiten. Ihr könnt euch ein bisschen Hähnchenbrust nehmen. Ihr könnt auch einen Salat mit Thunfisch oder ein Stück Fisch und so weiter. Wirklich Dinge, wo wir gutes
Eiweiß haben, viel Eiweiß, weil das auch den Stoffwechsel anregt. Das wird nicht gerne zu Fett umgewandelt. Ihr müsst euch da überhaupt keine Sorgen machen. Es sättigt lange und wie gesagt, ein bisschen Fett dabei, besonders wenn ihr eine lange Pause an Essen habt, sorgt einfach dafür, dass das Ganze langsamer verstoffwechselt wird. Deswegen perfekter Snack und glaubt mir, also vielleicht nochmal doch Werbung für den polnischen geräucherten Käse. Oh, es ist so genial. Probiert es einfach mal aus. Ich verspreche euch, ihr seid fitter, ihr fühlt euch wohler, wenn ihr eben auf eine eiweißreiche Kost zwischendurch setzt. Ich bin raus, Freunde, abonniert den Channel. Wie gesagt, im Trainingssystem habt ihr, im Ernährungssystem habt ihr nämlich auch Eiweiß-Snacks, da wundern sich nämlich viele. Und ich lasse es mir schmecken, guckt bei Facebook, Instagram vorbei. Und, boah, es ist so geil. Kindheitserinnerungen, total cool. Bis dahin, euer Simon.